Ja, hat denn die Fed, die US-Notenbank, die heutigen US-Arbeitsmarktdaten so bestellt, wie sie dann reingekommen sind? Denn eins ist klar, die Fed hat den Zugriff auf die Märkte verloren, weil die Märkte sagen, ja, guckst du, die Inflation kommt doch runter und ihr sprecht die ganze Zeit von higher for longer, also dass die Zinsen länger hoch bleiben, macht doch alles keinen Sinn. Wir glauben euch nicht, wir gehen davon aus, dass ihr schon im März 2024 die Zinsen senkt. So bisher das Spiel zwischen der Fed, die an Glaubwürdigkeit Stück für Stück verloren hatte und die Märkte sagen, hey, wenn Paul sagt, higher for longer und vielleicht werden wir die Zinsen nochmal anheben, lass ihn doch quatschen, wir steigen weiter, wir preisen Zinssenkungen ein. Aber jetzt hat die Fed wieder ein Argument, nämlich den Arbeitsmarkt, indem man sagt, naja, also liebe Märkte, der Arbeitsmarkt, der ist hot, der ist nach wie vor sehr stark, der Konsument ist nach wie vor gute drauf, vermeintlich. Also müssen wir die Zinsen länger oben halten und müssen vielleicht sogar nochmal anheben. Das ist zumindest etwas, was der Fed nicht ganz ungelegen kommen dürfte. Hier sehen wir die Zahl 199.000 neue Stellen statt 183 erwartet. Vor allem aber die Arbeitslosenquote von 3,9 auf 3,7% gefallen. Dabei hatten viele gesagt, naja, wir gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote auf 4% weiter ansteigt. Wir sehen auch die Stundenlöhne mit 0,4 zum Vormonat etwas höher als erwartet. Gleichzeitig wurde der September um 35.000 Stellen nach unten revidiert, der Oktober unverändert gelassen, aber Stundenlöhne etwas heißer und vor allem die Arbeitslosigkeit sinkt. Warum sinkt die? Weil die Beteiligungsquote gestiegen ist. Das heißt, es suchen wieder mehr Leute Arbeit, weil sie sagen, oh, ich habe irgendwie jetzt kein Geld mehr, jetzt muss ich mir wieder ein bisschen was tun. Hier sehen wir die Erwartungen, die Zahl der neuen Stellen zwischen, ja, 140 und 238.000. Also da ist man nicht überrascht eigentlich mit dieser Zahl. Aber die Unemployment Rate, das hatte keiner der Banken auf dem Zeiger, dass die auf 3,7% fallen könnte. Und vor allem nicht, dass die Stundenlöhne 0,4% sind. Nur Société Générale hatte das erwartet. Alle anderen waren bei 0,2 oder 0,3%. Diese Arbeitslosenquote, hier sehen wir das, auf 3,7% gesunken. Auch der sogenannte Household Survey ist ja eine andere Umfrage. Die Zahl der neuen Stellen wird durch eine Anfrage des Bureau of Labor Statistics an die Firmen ermittelt. Der Household Survey ist eine telefonische Umfrage, wo die Leute gefragt haben, naja, wie schaut's aus, hast du einen Job oder hast keinen? Und hier ist die Zahl der Beschäftigten um 747.000 gestiegen. Also auch das ziemlich hot. Und so sagte die Commerzbank, der Arbeitsmarkt, der bleibt solide. Zwar verliert die Beschäftigung an Dynamik, es bleibt, aber der Arbeitsmarkt bleibt stärker als mit einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt vereinbar. Der Bericht stützt unsere Einschätzung, dass die US-Notenbank die Leitzinsen nicht so früh senken wird, wie der Markt es derzeit eingepreist hat. Und wir schauen mal an, was der Markt sich so vorstellt. Aber hier zunächst mal ein paar Kommentare noch. Bloomberg zum Beispiel sagt, also was dieser Arbeitsmarktbericht klar macht, ist, dass der Arbeitsmarkt stark ist, dass die Konsumenten gut nach wie vor gut drauf sind, kräftig sind, kaum Anzeichen für Rezession etc. etc. Auf Finanzmarktwelt dagegen haben Leute kommentiert, die Arbeitsmarktdaten sind so ausgefallen, wie man sie brauchte. Man kann weiter mit Zinserhöhungen drohen und hat damit wieder ein bisschen Zugriff auf die Märkte. Die Amis machen das schon richtig gut. Da können sich die Chinesen und die Europäer ein Vorbild dran nehmen. Diese Arbeitsmarktdaten, ich hatte das oft gesagt, sind windelweich. Ich halte diese Zahl für prinzipiell unzuverlässig. Jedenfalls die andere These ist Soft Landing. Ja, ist doch super. Dann haben wir ein Soft Landing. Wir sehen gleich, dass die Märkte da ein bisschen hin und her gerissen waren. Hier sehen wir allerdings UBS, die sagen, also Paul kann jetzt gar nicht mehr anders, als nächste Woche hawkisch zu sein. Wage Growth, also das Lohnwachstum war ziemlich hoch. Das dürfte dazu führen, dass die Inflation hartnäckiger bleibt. Und das ist sozusagen etwas, was jetzt die nächste Sitzung der Fed durchaus beeinflussen könnte oder das Wording von Jerome Powell beeinflussen könnte. Wenn man sich mal die Daten genauer anschaut, dann sieht man aber, so toll sind die nicht. Wir haben alleine im Bereich Gesundheitsversorgung 93.000 Jobs. Wir haben sehr, sehr viele Stellen im staatlichen Sektor wieder.
Und wir haben auf der anderen Seite im Einzelhandel einen Abbau von 38.400 Jobs. Also es sind vorwiegend, naja, Gesundheitsjobs, das sind von Krankenschwestern bis keine Ahnung was, also jetzt nicht die hochbezahlten Jobs in der Regel, während der Einzelhandel weiter leidet. Ein Faktor war auch, dass eben durch das Streikende der Autogewerkschaften hier neue Jobs dazugekommen sind. Aber wir sehen hier neues Hoch, höchster Stand jetzt der Artikel mit dem Thema Soft Landing der Wirtschaft. Das gab es zuletzt kurz vor Platzen der Dotcom-Blase. Erstaunlicherweise, vielleicht ist das auch eine Blase, was wir dort zu sehen, aber derzeit sehen. Aber nein, meine Damen und Herren, es ist bullish. Aktienmärkte steigen immer, gell? Und auf der einen Seite Goldilocks-Daten, also super Daten für die Märkte, weil man sich sagt, na toll, Soft Landing ist doch super. Auf der anderen Seite aber diese Zinsgeschichte, higher for longer. Vielleicht hat die Fed da doch ein Argument in der Hand. Und so sehen wir, dass die Rate Probabilities für die Sitzung am 20. März jetzt das erste Mal seit längerer Zeit wieder in Richtung, naja, sie werden die Zinsen doch gleich lassen, nicht anheben im März 2024, sodass man jetzt davon ausgeht, was die Fed Fund Futures hier bepreisen, dass dann nicht im März die erste Zinssenkung kommt, sondern erst im Mai die Zinssenkung kommen wird. Rechts sehen wir das hier in dieser Grafik, wenn Sie die sehen können, dann muss ich ja glauben, das ist ein Bild, aber down haben Sie es, also da ist die Zinssenkungserwartung ist zurückgekommen. Jetzt ist es grundsätzlich so, wenn die Fed die Zinsen senkt, ist das gut für die Märkte, weil mehr Liquidität, weil Geld wieder billiger wird, es sei denn, es kommt eine Rezession. Und das wird eben die entscheidende Frage sein, die darüber entscheidet, wie dann die Märkte auf Zinssenkungen reagieren werden. Die Märkte haben heute stark reagiert, dann viel stärker sogar noch auf das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Das war deutlich besser als erwartet, mit 69,4 statt 62 erwartet. Vor allem die Erwartungen sind nach oben gegangen, die aktuelle Lage ist viel besser eingeschätzt worden. Die Inflationserwartungen sind deutlich zurückgegangen von 4,3 auf 3,1%, einer der größten Sprünge, die ich jemals gesehen habe bei dieser Zahl. Dann die 5- bis 10-jährige Inflation von 3,1 auf 2,8. Aber es zeigt sich, dass vor allem die Republikaner hier deutlich besser drauf sind, weil sie wahrscheinlich denken, hey, wir cool, wir gewinnen so oder so die Wahl im November 2024. Denn hier sehen wir die neuesten Umfragen zu Joe Biden. Der hat ein Problem, Zustimmungsrate nur noch 37%. Das ist der geringste Wert, seit er Präsident ist. Und vor allem, was die Wirtschaftskompetenz betrifft, das sehen Sie hier dieser unteren Zahlenreihe, nur noch 33%. Und Wirtschaft ist derzeit das Thema Nummer 1 in den USA, weil die Leute irgendwie sich nicht so gut fühlen, wie die Daten es eigentlich suggerieren sollten. Der Konsument ist super stark etc. Die Leute empfinden das nicht so, aber bleiben wir bei den Märkten. Der S&P 500 hat heute ziemlich genau das Hoch aus dem Juli erreicht. Wir sehen diese massive Rallye und da wurde es dann schwieriger, da zunächst mal ein Rücksetzer, mal sehen, wie es weitergeht, Doppeltop oder kommt dann der Ausbruch nach oben. Was geholfen hat auf jeden Fall, das ist die Liquidität aus den sogenannten Reverse Repurchase Agreements, Reverse Repos. Also in der Summe schwamm drüber, wenn man es einmal zusammenfasst, haben die Banken durch den Rückgang dieser Reverse Repo Volumina mehr Liquidität, mehr Bank Reserves sind im System und dadurch ist die Liquidität gestiegen, was dann auch die Aktienmärkte getrieben hat. Sven Hendrik zeigt das hier sehr schön, alleine in der letzten Woche sind 72 Milliarden da nochmal an Reserven hinzugekommen, seit Oktober sind es 368 Milliarden. Aber wenn diese Reverse Repos immer weiter runtergehen, dann ist irgendwann Ende im Gelände, dann muss irgendwie eine andere Lösung her. Bleiben wir bei den Märkten. Wir sehen hier mal die Dickfische aus dem Tech-Bereich gemischt. Eine Nvidia ist stark und das, obwohl TSMC, die also faktisch die Chips ja für Nvidia herstellen, hier sind im November mal die Umsätze um 7,5% gesunken und Broadcom, anderes Unternehmen aus diesem Sektor, gewinnen oder die Firma wächst so langsam wie seit 2020 nicht mehr. Eigentlich jetzt nicht die Steilvorlage für eine Nvidia, aber gut, man lebt halt nur einmal. So wie die Insider, die sich sagen, lass die anderen mal kaufen. Wir
sind nicht auf der Käuferseite. Wir haben jetzt sehr, sehr hohe Insider-Verkäufe netto gesehen. Es wird ja immer gematcht zwischen Käufen und Verkäufen. Insider sind die, die in Firmen praktisch genau sehen, was da abläuft. Also das ist schon sehr, sehr gering, was da passiert. Was wissen die? Wissen die was oder sind die einfach bescheuert? Apropos bescheuert, wir haben heute mal ausnahmsweise eine wirklich gute Entscheidung durch die EU. Das Parlament hat nämlich beschlossen, dass die verbindlichen Vorgaben zur Energieeffizienz nicht so ausgelegt werden, dass es eine Sanierungspflicht gibt, dass du also gar nicht anders kannst, sondern eine Empfehlung, man wird das fördern, aber das hätte bedeutet, wenn es diese Sanierungspflicht, energetische Sanierungspflicht gegeben hätte, dann wären Millionen von Häusern in Deutschland mehr oder weniger in ihrem Wert praktisch wertlos. Das hätte einen Crash bei Bestandsimmobilien gegeben. Da hat man sich Gott sei Dank darauf geeinigt, die Leute nicht zu enteignen. Das ist das eine. Das andere, was das Europäische Parlament beschlossen hat, nämlich, dass die EZB mehr Kompetenzen über Kryptobanken bekommt, okay, aber vor allem über Klimafragen bekommt. Also was die Bankenaufsicht betrifft, die EZB hat sich ja selber das Mandat gegeben, naja, weißt du, wir haben ja einen Klimawandel, gell, und daraus entstehen Risiken, ne, und da schauen wir mal bei den Banken, die haben ja da bestimmt Risiken wegen dem Klimawandel, ne, also müssen wir da mal, sind wir fürs Klima zuständig, ne, also es sind immer mehr fürs Klima zuständig, gell, das ist doch super, gell, wenn wir alle mal fürs Klima zuständig wären, ne, dann wissen wir ja Bescheid. Also, das zum Thema, zum heutigen Marktgeschehen, zu den Arbeitsmarktdaten. Die Wohnungsmieten explodieren und raten Sie mal, wer der größte Preistreiber ist. Es ist der Staat. Der Staat macht Wohnen extrem teuer. Warum, wieso, weshalb erfahren Sie in diesem Artikel. Und die andere Geschichte, die ich Ihnen empfehlen will, ist der Goldpreis. Steht der vor einem weiteren Anstieg? Ja oder nein? Das ist eben die große Frage, die noch nicht beantwortet ist. Wie schaut es denn aus mit den Zinsen? Higher for longer oder bald schon runter? Gold profitiert ja in der Regel davon, wenn die Zinsen sinken, weil Gold nicht verzinst ist. Also das ist die zweite Empfehlung. Jetzt wünsche ich und empfehle ich ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag. Servus, ciao.